Die Magenta Sport Skills Challenge. Das Duell vor dem Duell. Mannheim. Du wolltest, dass wir hier ein bisschen Action machen und was erzählen, aber ich bin sprachlos. Gegen Saarbrücken. Geh noch zu deinem Interview, zu deiner Leistung. Entschuldig dich bitte bei der Mannschaft. Für den Anfang im Südwestkracher ran an die 16er-Linie. Latten-Challenge. Jedes Team stellt einen Schützen. Drei Versuche, pro Treffer gibt's einen Punkt. Wir machen was ganz Verrücktes. Der Gast fängt an. Mit der Probe von Manu Zeitz war Teamkollege Zellner noch nicht zufrieden. Leistner, bleib bei deinen Schuhen. Ja! Ja! Anna. Du Versager! Mann! So, was ist mit euch? 2 von 3. Gut so! 2 von 3. Nicht schlecht. Auch wenn Daniel Batz noch nicht zu siegessicher ist. Sag, der Schnatterer macht das mit dem schwachen Fuß besser. Dann schauen wir mal, was Altmeister Schnatterer dem entgegenzusetzen hat. Die Probe lief schon mal glänzend. Ich hoffe, du habt es drauf. Das war ein Gemälde von einem Lattenschuss. Latte und Tor. Was willst du mehr? Genug geschnattert, jetzt zählt's. Ja, genau das ist es. Oh. Schade. Oh. Kitzelt. Fazit, hätte er wohl lieber den schwachen Fuß genommen. Ja. Kollege Segert ist das egal, er hat seine eigene Mission. Dreht euch mal kurz ein bisschen. Dreht euch mal zur Seite. Da sind die Ghostbusters. Nächster Halt, Eckfahne. Gleiches Prinzip. Nur muss der Ball ins Tor. Wer gibt sich denn hier die Ehre? Ladies and Gentlemen, unser Schnibbelkünstler. Cello Segert. Steven Zellner! Na, wer so selbstsicher einläuft, muss dann aber auch liefern. Ach, come on, ey, das ist ja bitter Lemon, ehrlich. Das ist sauschlecht. Aber das ist einfach, oh Gott. Cool. Rein das Ding! Ja! Ja! Ja. Oh. Oh, come on. Come on, ey. Der war schlecht. Ja, mein Gott, ey. Damit sind sie jetzt weder in der Kurpfalz noch im Saarland zufrieden. Geh noch zu deinem Interview, zu deiner Leistung. Entschuldige dich bitte bei der Mannschaft. Nach 2 Challenges, Vorteil Saarbrücken. Showdown der Keeper. Bartels versus Batz. Nutzt Jan-Christoph Bartels die Gelegenheit, um sich als ballsicherer Torwart in die Startelf zu kicken? Den Routiniers gefallen aber die Bedingungen noch nicht. Das sind 2 Bälle, die eigentlich auf Spur sind und dann so leicht abdrehen, weil diese, der Kunstrasen, du weißt ja schon mal, diese, die Naht von dem... Der ist falsch gemäht, gell? Naja, der ist gut, der ist gut. Klasse. Falsches Tor. Ah. Immer noch. Die falschen Tore. Hey, hey, come on. Tor ist Tor. Das sind die falschen. Come on, ey. Nein, da soll der aber nicht rein. 3-mal getroffen, aber 0 Punkte. Das gab's im Südwestderby noch nie. Sollen wir dich einfach rauslassen? Ja, einfach rausschneiden. Nix da. Wer nicht treffen will, muss fühlen. Apropos fühlen, wie hoch ist der Druck beim FCS jetzt? 3 müssen wir machen, Minimum. 3? Eher 4. Na dann, bitteschön. Ah, einer von der peniblen Sorte. Da wird nochmal die Ideallinie gesucht. Ob's was bringt? Ja. Nein. Und oh, das ist der Rasen. Nee. Ist der Forst gerettet? Okay. Ist das bitter? Glaube ich nicht. Ist das bitter. Immerhin 1 Treffer, aber keine übertriebene Euphorie. Also Jungs, was machen wir da jetzt draus? Wir können jetzt zufrieden sein. Ja. Das war natürlich verbesserungswürdig. Mit so einer Leistung müssen wir keine Kampfansage raushauen. In der Magenta Sport Skills Challenge gewinnt Saarbrücken also gegen Mannheim. Auch wenn sich am Ende beide wie Verlierer fühlen, hoffentlich ist die Stimmung vor dem Kracher in Mannheim dann besser. Das Südwestderby Mannheim gegen Saarbrücken am Samstag ab 13.45 Uhr live bei Magenta Sport. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.